das kommt von Ambra, das kommt nicht von Leber der Walfisch, wie man sagt, aber das kommt von ägyptischen Heilkräutern, das wird in Sinai angebaut, diese Ambra. Und das riecht auch nach Parfüm. Sie können das als Parfüm benutzen und auch als medizinische Essenz. Aber wogegen ist das? Das ist ja gegen Schlaflosigkeit, gegen Stress. Das ist sehr gut für Männer oder für Eheprobleme. Gegen hohen Blutdruck. Aber wie kann man das zu Hause benutzen? Nur ein Tropfen da und ein Handball und vielleicht mal gut und so tief einatmen, wie das zum Beispiel. Das bringt Körper und Seele in Harmonie und das hat kein Rauschgift oder? Das bringt nicht hinter den Gittern. Jetzt probieren Sie Nummer 50 Ambra. Eheprobleme. Das wird ein friedlicher Abend. Also wenn ich habe so eine große Flasche wie diese zu Hause, wenn meine Schwiegermutter kommt, dann mache ich das und dann schlafe wie die Murmeltier. Na, da hat sie mein Leben sauer gemacht. So bin ich getrennt von mir. Das war die medizinische Essenzen, die drei. Nummer 19 Mint, das ist ja gegen Erkältung, Schnupfen für Bronchitis und Asthma. Nummer 47 Sandelholz gegen Kopfschmerzen, das äußerlich als Massageöl zu benutzen. Nummer 47. Und Ambra Nummer 50, das ist ja gegen Schwiegermutter. Und jetzt Nummer 1 Lotus. Eine Frage noch. Bitte? Vielleicht noch gegen Blutdruck? Hohen Blutdruck, ja. Hoher Blutdruck? Ja, aber das macht keinen niedrigen Blutdruck. So, dass man sagt bei uns hier, das bringt Körper und Seele immer in Harmonie. Das relaxiert. Ach so. So. Ja. Aber das hier auch nicht. Sie hat gemeint, dem Masseur, ob sie den kaufen kann. Jetzt nehmen wir unsere zwei lokale Parfüme, Nummer 1 und Nummer 23. Aber warum nehmen wir das lokal? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir exportieren einen Teil von unserem Produkt, aber nur Nummer 1 und Nummer 23, das heißt spezifisch für die Ägypter. Jetzt Nummer 1, Lotus. Die Lotusblume war eine heilige Blume bei den alten Ägyptern und die Pharaonen hatten sich daran gewöhnt, jeden Morgen drei Tropfen von dieser Essenz in Form einer Pyramide ins Gesicht zu legen. Zwei hinter den Ohren als Symbol des Glücks und der Liebe und der dritte wohin? Ja, sind sie Ägypter, oder? Auf die Stirn als Symbol der Ewigkeit. Also jetzt probieren Sie. Nummer 1 Lotus, aber bitte verreiben Sie gut, dann riechen Sie gut. Immer verreiben. Und, da, und danach riechen. Das ist ja nicht wie Parfüme. Das kommt langsam. Das ist ja Lotus. Und übrigens ist Lotus für Frauen und Männer. Das heißt Unisex für Frauen und Männer. Das war Nummer 1, Lotus. Riecht das gut oder? Oder stinkt? Für Frauen ist gut. Für Frauen und auch für Männer. Das geht für Männer. Für Schwule. Jetzt nehmen wir Nummer 23 Secret of Desert oder Geheimnis der Puste. Diese Essenz geht auf der Zeit von Nefertari zurück. Nefertari, Gemahlin von Ramses II. Sie hatte das, die Hohenpriester hatten das für sie gemacht, denn Ramses
Franz ist der Zweite, heiratete zu viele Frauen oder so. Zum Beispiel, wie man sagt, 60 oder mehr Frauen. Aber die Lieblingsfrau war Nefertari. So hatte Secret of Desert für ihn hergestellt oder so. Und Secret of Desert, das kommt von 50 Arten von Blumen und das ist ja gefährlich für Frauen, aber so wichtig für Männer. Und die Frauen benutzen diese Essenz nur nach Mitternacht, nach Kinderschlafen, wenn die Schwiegermutter ausgegangen ist. Und die Frauen benutzen diese Essenz in Form einer Pyramide, aber nicht wie Lotus, aber umgekehrte Pyramide. Aber vielleicht mehr als drei Tropfen, vielleicht das macht Katastrophe. Der Mann geht kaputt. Jetzt probier es die Nummer 23, 20 Secret of Desert, aber sie, haben sie immer vor sich. Wir brauchen viel Tropfen. Ja. Auch für Frauen. Ja, Frauen, aber das riecht auch. Das macht den Mann 5 Stunden, das sind 5 Stunden garantiert in dieser Nacht. Aha, schläft er. Was? Aber hier bezahlt man nur für rein Essenz. Und Sie können zu Hause davon Parfum machen, wie ich gesagt habe. Wie bitte? Sie sind auch Propaganda. Nein, keine Propaganda. Wir bezahlen Sie mit. Nein, nein.
wo ist die Propaganda? Ja, Sie kriegen Geld dafür. Ich bezahle nicht für die Propaganda, ich sage nur. Sie können das sagen. Jetzt die Preise, die kleinste Flasche bei uns hier, das kostet 10 Euro, die kleinste Flasche. Aber das macht vielleicht 100 Milliliter Parfüm, wenn Sie das mit Alkohol mischen oder mehr als 100 Milliliter. 10 Euro, 18 Euro, die zweite große macht doppelte im Mengen, aber im Preis nicht. Diese Flasche, das kostet 30 Euro, 30 Euro. €40 und €50. Man sagt, je größer, je billiger. Die Preise nochmal, 10 Euro, 18, 30, 40, 50 Euro. Das sind die einzelnen Preise, wenn Sie eine oder zwei nehmen. Wenn Sie mehr als zwei nehmen, dann bekommen Sie auch Rabatt. Wenn Sie die Kiste mit vier nehmen, bezahlen Sie drei und die vierte umsonst. Bezahlt man drei und die vierte umsonst. Aber wie Sie die Kiste mit sechs nehmen, da zum Beispiel, die sechs bezahlt man eineinhalb als Geschenk. Eineinhalb als Geschenk. Das war über die Zinsen, über die Tilgung. Sie können auch mit allen Währungen bezahlen, mit ägyptischen Pfund, Euro, Visa Card, Mastercard, Rabbitschek, und Sie können auch auf dem Schiff bezahlen, wenn Sie hier kein genug Geld haben. Aber lassen Sie uns die Kabinennummer, aber die richtige Kabinennummer, nicht die Nachbar. Schließlich, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich und meine Kollegin helfen Ihnen gerne dabei. Vielen Dank. لا ما في شيء طب نظبط منهم البنت ما بتعمل كم من الجنيه كم يورو واحد ها